Hier, Brands. Ups, Entschuldigung. Oh. Das heißt, ich kann Gegner schnell kaputt laufen. Laszlo! Laszlo! Kann ich die auch kaputt laufen? Läuft bei mir. So. Jetzt wäre wahrscheinlich der erste Cut, aber ich weiß es nicht. Cut. Zack. Du wolltest mir mehr. Ups. Muss wahrscheinlich auch treffen. Bald nachdem der Gott verbannt wurde, trennten sich die drei Männer, X, die als die Richter bekannt waren, für zwei. Immer. Mit Ausnahme ihres gemeinsamen Zieles waren sie auf jede nur mögliche Weise. Ich wollte nicht zu. Drei Statuen wurden auf dem Platz der Richter für sie erbaut. Komm, hau zu. Um ihre grundverschiedenen Wege darzustellen. Was macht er denn? Ach, der wurde gerade langsam. Deswegen, Alter, der war ja übelst langsam. Nur ein Splitter der Helden. Das ist ja voll geil. Also das ist bestimmt dieser Schutz. Und das ist diese Furcht. Ah, da steht's auch Gebet und dann. Und sorge, wenn ich dazwischen laber, aber ihr habt hier unten die Untertitel, falls euch das alles interessiert. Und ich weiß gerade nicht, wie ich hier weiterkomme und so. Das ist eine Kiste. Oh, oh, geil. Nee, Inventar. Inventar. Da. Und Bitcoin, die kann ich bestimmt noch nicht benutzen. Herstellung, ja, dachte ich mir. So, Tränke. Ist mir egal. Ist mir auch egal. Da, was haben wir denn? Kleineres Gewicht, mehr Balance, mehr Rüstung. Anziehen. Handschuhe. Verhalten wir die natürlich. Ich sehe, ich hab die. Ah, mit dem. Ah. Da muss dieses Zeichen da sein. Interessant. Dann ist das hier auch viel besser. Es ist auch schwerer. Aber logisch, hat er auch mehr Rüstung. Und das finde ich gar nicht so gut. Das sieht auch noch scheiße aus dazu. Es könnte sein, dass ich gleich niesen muss. Also, Kaslo ist alleine und wurde verwundet. Schon wieder. Befinde ihn, bevor es zu spät ist. Okay. On the way. Wow. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Gesehen. Ich mache dem Typen auch keinen Schaden, fällt mir kurz auf. Der Typ ist ja schon wie ein Endgegner, ey. Ja, das haben wir schon bemerkt. Komme ich nicht durch. Da ist zu. Vor allem werde ich hier. Hier übersieht man einfach so viel. Weil es so verfickt dunkel ist. Ich versuche mal Kamera hochzustellen. So. Zurück. Okay, man kann hier nicht drücken. Aber jetzt ist schon mal ein Ticken heller. Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Gehe ich jetzt durch die. Ich glaube, ich hole mir jetzt das. Was genau waren die Herrscher? Mach die beiden Typen kaputt, dann kümmere ich mich um das Tor. Unseres Verständnisses. Sie kämpften erbittert und folgten ihrem Gott blind. Wer auch immer versuchte, oder zu verhandeln, scheiterte. Die Herrscher kamen nicht, um zu reden. Sie kamen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Armee der Roga gegen die Menschen zu führen.
fress einfach alle Hits wieder rein. Jetzt ist hier nichts drin mehr. Oh, schau. Das heißt, wenn ich mich jetzt hätte nochmal verändern wollen, hätte ich jetzt die Möglichkeit dazu. Hat mir aber effektiv nichts ge... Ah, nein. Eigentlich wollte ich nur einen Trank trinken. Muss man nochmal die Beschreibung von Benommen durchlesen. Weil ich da gerade nicht dahinter steige, was es jetzt machen soll, weil irgendwie macht es nichts. Ja, im Umkreis von 1000 Metern oder? Gott. Also, Dark Souls war vage, aber das wenigstens durchweg und das ist irgendwie nur zu voll, sich Mühe zu geben, ordentliche Beschreibung zu machen. Lappen. Habe ich zumindest das Gefühl. Wenn man 8 Gegner benommen, dann stößt das Ding hin, es passiert nichts. Wer ist denn das? Ach, bestimmt der da vorne, der ist auch gurgelt. Wir kommen gegen diese Streitkräfte nicht mehr viel länger an. Wir müssen ein Versteck finden. Einen Ort hinter Mauern mit Soldaten. Mächtiger Antanas. Ja. Wir werden uns auf den Weg machen. Gibt's eigentlich auch Kisten, ihr bereitet euch auf einige Dutzend Flüchtlinge vor. Oh, geil. Ich bin doch, wenn ich das ist. Oh. Übergut. Das Ganze hat ein gleiche Gewicht wie der Hammer. Verbraucht weniger Energie. Wie ist die Angriffsgeschwindigkeit? Nee. Das ist egal. Auf jeden Fall ist das der Überstab. Und wie kann ich den jetzt beidhändig ausrüsten? Ach, gucken. Dünnedim. F. 18. Endlich mal jemand, der angreift. Macht da schon viel mehr Spaß. Jetzt noch ein Schild. Ein richtiges. Und dann geht's los. Jetzt muss ich auch versuchen zu dodgen. Ah. Gut, dass ich hier lang bin. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Ob das gerade Stau war, der hier vorbeigeflogen ist? Ich glaube, das gucke ich mir in der Wiederholung nochmal an. Und wo es hier weitergeht. Ist ja schön gut, dass ich jetzt hier den Überloot gerade gefunden habe. Ah ja, da unten war eine Tür, richtig. Eine Ausweichrolle. Auf eine Ausweichrolle folgt ein Spezialangriff mit hoher Reichweite. Das hatten wir vorhin schon. So, jetzt habe ich wieder 14 FPS und jetzt wird es bestimmt wieder eine Stunde laden. Seht ihr im Hintergrund, wie das gerade leckt. Also an den Ladezeiten müssen die unbedingt noch was machen. Das ist zurzeit unerträglich. Okay, jetzt ging es sogar relativ schnell. Oh yeah, bitch. Holen wir uns erstmal den. Easy peasy. Die ganze Zeit rennt der Monster rum. Wieso hat er 20 Pfeile im Bauch? Und der auch. Sieht er genau gleich aus wie die anderen? Na gut, haben wir da eine Rüstung an. Speicherpunkt. Ob ich Spaß in der Charakterentwicklung machen kann? Ich könnte mir einen Attributpunkt holen. Nein! Schade. Aber ich sollte doch jetzt trotzdem gespeichert haben, oder? Castle ist alleine und wurde verwundet. Oh mein Gott. Das darf nicht sein. Das sind zu viele Gegner. Kann ich denn hier keinen anlocken? Ah, wenigstens der hat mich gesehen. Komm. Kommst du ja auch, Junge. Gebe ich dir auf den Mund. Komm.
macht auf jeden Fall keinen halben Sinn. Ich brauche ein Schild mit 100% Abwehr. So, jetzt soll das aber reichen. Gesundheitsglaube. Aber das erhöht nicht immer einen Schaden. Da lohnt sich fast nicht. Das lohnt sich aber 12 mehr Leben, ey, krass. Jetzt ist der Gegner dann bestimmt wieder da. Ja, wenn ich Gegner besiege, sind die weg. Ich dachte, das ist wie Dark Souls 2. So, was ist denn los? Na gut. Reden die miteinander? Hey du, hast du gestern auch so einen Menschen aufgefressen? Der hat voll geil geschmeckt. Meiner war so behaart, der war voll eklig. Da habe ich so einen Fellknall ausgespuckt. Ja, du Perversling. Wow, das war so ein Angriff von hinten, Alter. Und der hat mir richtig gut gefallen. Wenn die jetzt nicht explodieren würden, hätte ich die Meinung über das Spiel geändert. Meine Meinung, nicht die Meinung. Aber die sind nicht explodiert und das ist langweilig. Also immer noch nicht so gut das Spiel. Schade. Helft mir! Helft mir bitte! Lol, ist der nicht gut? Öffne das Tor! Ja, steck erstmal die Typen rein. Why not, ey? Also ich muss sagen. Wow, markieren. Danke. Ich versuchte eigentlich von hinten ranzukommen. Aber der dreht sich immer so schnell weg. Oh, schlecht. Wieder nicht von hinten. Warte mal, hier kann doch nichts gewesen sein. Ah, wo siehst du? Na komm. Du wiegst 200 Kilo, Typ. Muss doch schneller gehen. Ah, ich glaube, ich muss beide aufmachen. Das tut mir aber leid. Auf zwei habe ich keine Lust. Tschüss. Ne, ich guck gerade, ob hier noch eine Kiste ist. Die sind nämlich übelst versteckt und ich will Loot. Und zwar guten Loot. Ich drücke immer die falsche Taste meiner Maus. LOL. Endlich mal einer, der abgeht. Läuft bei dem. Ah, ja, wow. Lass uns voll in die Mauer reinlaufen. Der lag gerade eh nichts. Außer dodgen. Wow. Ganz gar nix. Oh Gott, ist das schwer. Und zwar genauso schwer wie das andere Hebeldings da. Und wieso ist hier plötzlich eine Truhe? Die war doch gerade noch nicht da, oder? Naja, ich sollte nicht so viele Fragen stellen, ich merke schon. Ich weiß halt auch nicht, ob ich jetzt versuchen sollte, einfach alle diese Kisten kaputt zu machen. Und ich weiß nicht, ob es hier Mimikry gibt, an alle, die Dark Souls 2 kennen. Ich will ihn jetzt auch nicht töten. Kann ich den nicht wieder kaputt laufen? Schade.
Ihr da! Helft mir! Der war gerade blutüberströmt, oder? Was ist mit deiner Hand passiert? Spinnengift! Es brennt, als hätte mich an dir selbst berührt! Der Typ war gerade halb tot und jetzt rennt er hier rum und freut sich. Zu spät! Es hat sich schon ausgebreitet! Ja, dann nudel ich dich um. Kannst du die Ausbreitung nur verhindern, wenn du das vergiftete Glied von deinem Körper abtrennst. Ihr wollt, dass ich mir den Arm abschlage? Ihr seid des Wahnsinns! Dann grüß die Richter von mir, wenn du vor sie trittst. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst es tun. Ja, dann weg mit dem Ding. Auf deine Verantwortung. Ist er da plötzlich eine Angst? Danke euch. Ich schulde euch mein Leben, Fremder. Alter, was hat er dem alles abgehackt? Ja, ich wurde in die Hand gebissen und plötzlich ist der Arm weg. Das ist auf jeden Fall großzügig abgeschnitten. Der sollte Fleischer werden. Geben Sie mir bitte 100 Gramm. Da legt er dir ein Schwein auf die Waage. Ihr könnt die Achse zerunternehmen. Such dir einen Heiler. Du brauchst jemanden, der dich zusammenflecht. In diesem Zustand machst du es nicht mehr lange. Nun, ich bin der Heiler unter den Mönchen. Und ja, die Ironie der Lage ist mir bewusst. Dann hast du auch Heilmittel. Ja, hab ich. Sie sind im Laboratorium. Aber dort wimmelt es von Roga-Bestien. Es hilft nichts. In diesem Zustand schaffe ich es nicht dorthin. Nimm diesen Trank. Dann geht's dir ganz schlecht. Lappen. Kann ich nochmal mit ihm reden? Danke. Falls wir es tatsächlich beide in die Zitadelle schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen. Was habe ich jetzt ausgewählt? Benommenheit. Jetzt teste ich das nochmal, einfach nur weil ich es kann. Jetzt wird nämlich wieder nichts passieren, pass auf. Und ich sehe gerade nichts, deswegen springe ich jetzt hier runter. Schönes, was weiß ich, keine Ahnung. Ah, das hier ist dieses Kloster von dem Typen, wo ich gerade hingehe. Eins, zwei, drei, 80 HP und die Welt gehört dir. Also 80 HP hatte der. Da war keiner hinter mir. Nee, der ist nur vor gerade verreckt. Das ist ja verwinkelt, hey. Jetzt da. Egal. Wow. Ich will jetzt nicht sagen, dass das sehr überraschend kam, aber wow. Das kam sehr überraschend. Egal, egal. Diese 2 von 2, ich hab doch 3. Oh nein, ich hab dem eingegeben. Scheiße. Macht weniger Schaden. Verbraucht weniger Energie, ist leichter. Angriffsgeschwindigkeit. Und das skaliert mit Geschicklichkeit. Nur 2%, das kannst du auch vergessen. 120 und. Stärke. 75, das wäre also schon mal schneller. Egal. Okay, Schild haben wir immer noch kein vernünftiges Life Balance. Das ist alles Quatsch. Quatsch. Heißes Blut. Ist zwar eine leichte Rüstung, aber die hat einen extrem guten Rüstungswert. Und eigentlich brauche ich auch leichte Rüstung. Weil ich bin der Magier und so.
hat ein weniger Rüstungswert, ist dafür ein bisschen leicht, das lohnt sich nicht wirklich groß. Sieht auch nicht gut aus, ne. Ich würde noch interessieren, wie die Seltenheitswerte sind. Ist jetzt der Lila schon übelst geil, oder? Hab ich jetzt die Rüstung, die ich wollte? Ja. Gehen wir einfach mal hoch. Guckt euch mal die Bodentextur an. Die ist ja verschwommen. Ach lol. Hallo. Danke. Falls wir es tatsächlich beide in die Zitadelle schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen. Bin ich ja froh, dass ich hier beide Wege mal genommen habe. Dass es immer zwei Eingänge gibt hier. Immer da, wo Kisten sind, sind zwei Eingänge. Ist aber nett. Wieso habe ich jetzt die Axt? Wollt ihr mich alle verarschen? So. Eine Kiste. Ohne irgendwas drin. Aua. Ich glaube, die muss ich jetzt einfach schnell weg. Bevor ich ja noch von dem Spaß zu sterbe. Ups. Das ist für Schurken und ich bin kein Schurke. Ist hier jemand? Ja, jetzt werden die bestimmt 20 Leute antworten. Ja, ich bin hier. Da unten habe ich ja schon was gesehen. Links hinter der Tür, ah ja. Geht das Ding irgendwie? Wir machen erstmal den Gegner. Wie machen wir das? Wir dodgen in den Raum rein, passt auf. Ja, das war dem Typ egal. Schon. Nein. Eins dran, zwei Zauber. Neunte Nachtwache. Wie konnten die Roga ins Innere der geheiligten Mauern der Abtei gelangen? Sie sind aus dem Nichts erschienen. Auf dem Friedhof wimmelt es von ihnen. Ich muss die anderen warnen. Eine Kiste. Das sieht gut aus. Egal. Oh. Den benutzen wir doch. So. Dann. Ach, ist das egal. Immer noch das hässliche. 80%, noch kein Wunder. Wir haben keine Handschuhe. Ich muss sagen, die gefallen mir. Die gefallen mir auch. Die gefällt mir auch. Okay. Glaube oder Ausdauer? Oder Vitalität? Haben wir jetzt 1000? Naja. Brauche ich erstmal so einen Speicherdingsbums. Hier sind einfach so 1000 Wege, man weiß gar nicht, was man als nächstes machen soll. Das erweckt erstmal den Eindruck, dass man sich, hat sich erledigt, hier frei bewegen kann. Was nicht schlecht ist. Hier ist gleich ein Gegner, pass auf. Ja, klar.
Nochmal das gleiche Schema. Ja, also 80% ist einfach nur scheiße. Ich brauch mal nicht das Schild. Macht so keinen Spaß. Ey. Den ganzen Umweg gelaufen. Aber trotzdem will ich die Typen haben. Sag ich jetzt so, wie es ist. Aua. Das war dumm. Schaffen, werden sich unsere Wege nochmals kreuzen. Ach, um Gottes Willen. Oh, eine Kiste. Eine Doppelkiste. Also, da leben es auch noch was. Schwer. Und kein Schild dabei. Juhu. Wahrscheinlich habe ich schon 8 Kisten oder so verpasst hier. Gut, dann machen wir weiter.